Laufen kann man in Berlin an den verschiedensten Orten und bei den unterschiedlichsten Veranstaltungen, entweder in großem Stile wie beim Firmenlauf am Freitag auf der Straße des 17. Juni oder ruhig und familiär wie auf dem Gelände des Königin Elisabeth Krankenhauses in Lichtenberg. Dort fand am Sonntag erstmals der Herzbergelauf statt. Die Idee dazu hatten die Verantwortlichen aber schon länger. Wir hatten uns überlegt, da das Krankenhaus bei uns sehr gut schön gelegen ist, im Landschaftspark direkt drinnen, das Krankenhaus allgemein ein schönes Gelände hat, war die Überlegung schon eine Weile da und dieses Jahr haben wir gesagt, wir setzen es um. Für das nötige Know-how sorgte die Turngemeinde in Berlin als Kooperationspartner. Die TIP ist ja bekannt für ihre Events wie den Kreuzberger Viertelmarathon oder auch das Mögelseeschwimmen und lockte zur ersten Ausgabe des Laufs durch den Landschaftspark Herzberge gleich über 150 Teilnehmer an. Und diese verteilten sich auf die 10, 5, 2 sowie 0,5 Kilometer langen Strecken. Die meisten Läufer hatten sich aber doch recht lockere Ziele gesetzt. Ich will immer unter einer Stunde laufen, das schaffe ich eigentlich in der Regel und auch ansonsten genieße ich die Sonne und laufen macht ja Spaß. Ne? Stefan Meissner ging da schon mit etwas mehr Ambitionen an den Start. Entspanntes Morgenjogging war bei ihm nicht angesagt. Er legte nämlich die 10.000 Meter in 33 Minuten sowie 41 Sekunden zurück. Und klar, war damit so schnell wie kein anderer. Sein Fazit zur Premiere des Herzbergelaufs fällt aber nicht nur wegen seiner persönlichen Leistung äußerst positiv aus. Dadurch, dass es relativ familiär hier recht klein noch ist, macht es halt auch wesentlich mehr Spaß als so die Massenveranstaltung. Mit dieser Meinung war Stefan Meissner nämlich nicht alleine. Der Wettkampf stieß generationsübergreifend auf viel Gegenliebe. Alle fanden es ganz schön. Ja, ist eine sehr gute Laufstrecke. Also gut zu empfehlen. Wenn es nächstes Jahr wieder stattfindet, bin ich ganz bestimmt dabei. Ja, das sind doch mal tolle Neuigkeiten. Zu guter Letzt die erfreulichste Nachricht des Tages. Der Lauf fand zwar auf dem Krankenhausgelände statt, doch glücklicherweise benötigte niemand medizinische Hilfe. Und so konnte auch das Personal fröhlich mitlaufen.